Vor der Ostküste Yucatans liegt die vollkommen flache, 44 Kilometer lange und 16 Kilometer breite Isla Cozumel. Sie ist die größte Insel Mexikos und wird wegen ihrer Form gerne mit einem Edelstein verglichen. Cozumel, was übersetzt so viel wie Ort der Schwalben bedeutet, ist im Inneren der Insel von dichtem, immergrünen Regenwald bedeckt. Ein Viertel der rund 74.000 Inselbewohner leben in San Miguel, der Hauptstadt der Insel. Die Isla Cozumel ist bekannt wegen ihrer langen Sandstrände, dem türkisblauen und glasklaren Wasser, ganzjährigen Durchschnittstemperaturen zwischen 27 und 31 Grad Celsius und einem paradiesischen Tauch- und Schnorchelgebiet. Attraktion der Insel sind die 20 größeren und kleineren vorgelagerten Korallenriffe. Der französische Meeresbiologe Jacques Cousteau erforschte 1961 zum ersten Mal dieses Riff und machte es mit seinen filmischen Dokumentationen weltweit bekannt und zum begehrtesten Tauch- und Schnorchelgebiet der Welt. Hier herrschen Unterwassersichtweiten bis zu 50 Metern. Neben den vielfältigen Sportangeboten wie Hochseeangeln, Segeln, Wasserski und Schnorcheln bietet die Isla Cozumel auch zahlreiche kulturelle Attraktionen. Für historisch interessierte Touristen sei noch erwähnt, dass die Insel einmal ein Wallfahrtsort der Maya war. Die gesamte Riffküste steht unter Naturschutz. Nicht nur die Natur, auch das Wetter ist hier paradiesisch. Es herrscht ein tropisches Klima mit Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Das Riff ist voll von exotischen Korallen, tropischen Fischen und bunten Schwämmen. Über 350 Pflanzenarten sind hier zu Hause. Neben Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten können Besucher in einem Naturpark mit Delfinen schwimmen oder Seelöwen beobachten. Die Isla Cozumel ist auch für Geschäftsleute aus aller Welt ein ideales Ziel für Tagungen, Kongresse oder Incentive-Reisen. Neben einer modernen Infrastruktur mit vielen Hotels unterschiedlicher Kategorien verfügt die Insel über ein technisch gut ausgestattetes Tagungszentrum, einen internationalen Flughafen und einen für Kreuzfahrtschiffe ausgebauten Hafen. Isla Cozumel. Jean-Jacques Cousteau wusste zu schätzen, was heute für alle erreichbar ist.